Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Duels of the Planeswalkers 2014. Es geht gegen das Korall von Muldaya und das habe ich eigentlich schon besiegt. Die Technik mal wieder, die Technik. Ihr seht, ich habe das Deck schon. Aber ich werde euch das dann nochmal zeigen. Das Deck da kann ich ja jetzt nicht spielen, das wäre ja blöd. Und ich habe einen Kommentar gesehen, das Siegesmund-Deck wäre einfach zu heftig. Da sind die Spiele zu kurz. Das werde ich sowieso als nächstes spielen, das Deck. Das gefällt mir nämlich sehr gut. Ich spiele jetzt nochmal Chandra oder Garruk? Garruk, da habe ich einige Karten freigeschaltet. Schöne Runde Garruk gegen das grüne Deck von Muldaya. Und gucken wir mal unsere Starthand. Also Gerunda, aus den Tiefen des sumpfigen Waldes dringt Gesang und Rasseln an dein Ohr. Der Klang führt dich zu einem Schaman, der vor einem Tümpel unheimlicher Energie sitzt. Als du dich ihm näherst, lacht er heiser und steht auf. Seine Hände glühen in einem fahlen grünen Feuer. Ja, die Hand ist ziemlich okay, geht besser. Unser Gegenüber spielt Monogrün. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre Gruul wegen dem Bild. Sah irgendwie halt nach Gruul aus. Aber es ist Monogrün mit dicken Finishern und Eldrazis. Also da muss man tatsächlich aufpassen, dass man da dem Gegner nicht zu viel Zeit lässt. Da habe ich ja mit Garruk jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn man davon ausgegangen ist, dass ich das Deck ja eigentlich noch gar nicht kenne, ist die Entscheidung auf jeden Fall okay. Mit dem Siegesmund-Deck war es, wie gesagt, ziemlich einfach und deswegen finde ich eigentlich ganz okay, dass ich das Duell nochmal für euch wiederholen kann. Na, die Videos, glaube ich, in der Tat alle nicht super lange waren. Der Elf, ja, siehst du, er, oder seht ihr, der rampt sich direkt nach vorne. Hat jetzt schon das vierte Land und bei mir ist immer noch keine Action auf dem Board. Ich muss jetzt aber auf jeden Fall ein Land nachziehen, weil ich will den Troll legen. Oder den Herr der wilden Jagd. Ich glaube, der Herr der wilden Jagd ist im Early Game eigentlich ein bisschen besser. Na, hier können wir ja bleibende Karten zerstören. Na, die keine Kreatur sind. Overrun, damit machen wir am Ende dann Schluss. Müssen wir gucken, es darf halt kein Eldrazi angreifen wegen der Vernichterfähigkeit. Da muss ich zu viel opfern, das wäre nicht so schön. Das ist Orakel von Muldaya. Seine oberste Karte ist offen. Und wenn es ein Land ist, darf er es vom Deck spielen und ein Zusatzland spielen. Okay, es ist ein Pelakka-Wurm. Den will ich aber auch nicht auf dem Feld haben eigentlich. Okay, da ist wenigstens die Spinne. Wenigstens eine Kreatur, das ist auf jeden Fall okay. 3-3 Reichweite, kann nur fliegende blocken. Damit gehen wir einfach gleich in den Aggro-Modus. Wenn ich kein Land ziehe, gibt es einfach eine Eichengestalt, dann ist das Ding 6-6. Dann ist es auf jeden Fall schon mal ganz gut. Muss kurz gucken. Oh, er hat 7 Länder. Ah, das war's wohl mit dem Aggro-Modus. Ja, müsste ich ja... Nee, geht ja nicht. Er legt den Pelakka-Wurm mir jetzt. Oh. Gefährlich, gefährlich. Ich vermisse mein Siegesmund-Deck, um das Ding ins Exil zu schicken. Der trampelt. Ja, natürlich. Ja, müssen wir wohl den Troll legen. Damit kann ich wenigstens den Wurm tot blocken in der nächsten Runde, wenn ich die Eichengestalt gelegt habe. Nee, angreifen will ich auch nicht mehr. Gar nicht gut. Ein leichtes Lebenspolster haben wir noch. Wenn er jetzt aber noch mehr Länder und einen Eldrazi hat, dann sieht es richtig düster aus. Naja, er rampt sich auf jeden Fall jetzt weiter hoch. Oder sie, oder es, man weiß es nicht. Er greift nicht an. Ich konnte doch nicht regenerieren. Nee, verstehe ich nicht. Nee, so, ja, danke, gerne. Machen wir. Nee. Das Mana halten wir offen fürs Regenerieren. Jetzt können wir tatsächlich ohne Probleme den Wurm blocken. Das ist schon mal ganz gut. Oh, noch ein Pelakka-Wurm. Alter, ey, komm. Oh, da ist der erste Eldrazi. 8-8, Vernichter 2. Jetzt wird's hart ab der nächsten Runde. Jetzt muss ich mir gut überlegen, was ich mache. Ja, genau, ein Overrun? Nein. Das bringt mir auch nichts. Wiederbelebung bringt mir auch nichts. Fighten. Kann ich den kaputt fighten? Ich kann den Schlamm legen. Regenerieren und Jagd machen spielen. Jetzt die Frage, blockt er die Spinne mit dem Wurm oder mit dem Eldrazi? Naja, einen werde ich auf jeden Fall abräumen. Ich greife mit der Spinne an, in der Hoffnung, er blockt mit dem Eldrazi und ich kann ihn tot fighten. Komm, tu es. Tu es. Mach den Spielfehler. Verdammt! Ja, jetzt muss ich den Wurm ja auch tot fighten. Anders geht's ja nicht. Oh, dann muss ich regenerieren und verliere im Angriff. Das ist sowieso egal, was ich mache, sehe ich gerade.
Naja, die Spinne hätte eh nicht blocken können. Na gut, hiermit können wir wenigstens den Eldrazi blocken, weil das Ding unzerstörbar ist. Eldrazis trampeln ja nicht. Ja, soll ich irgendwas totfighten jetzt? Oh. Ja, ich fight einfach mal den Elfen tot. Egal. Dann ist jetzt schon mal 2-2. Ich glaube, gegen die Fettsäcke kann ich eh nichts machen. Der nächste Pelakawurm. Ja, herrlich. Da ist der Eldrazi. So, jetzt muss ich... Oh. Ja, was opfer ich denn? Ja, toll, meine Länder. Super. Ich muss den Eldrazi eigentlich totblocken. Wenn der noch einmal angreift, dann bin ich eher am Arsch. Also, der Eldrazi muss auf jeden Fall vom Feld. Vielleicht kann ich mich dann ein bisschen halten. Ja, der Schleim geht wenigstens mal auf 3-3. Ah, noch ein Blocker. Ja, los. Für 2 Mana legen wir den Blocker. Jetzt muss ich anfangen, Würmer tot zu blocken. Passt das denn noch mit Trample? Ja, es müsste noch passen. Regenerationsmana muss ich natürlich jetzt auch immer offen lassen. Also, ich bin jetzt gerade sehr defensiv. Also, gezwungen in die Defensive. Okay. Da ist schon mal wieder keinen Fettsack drauf. Noch ein Orakel. Das ist uns auch erstmal egal. Kalnihard ist auch egal. Er hat sowieso mehr als genug. Er hat mehr als genug Länder. Und er greift auch nicht mehr an. Oh, grandios, ey. Ja, fetche ich mir mal was. Ah, der Endlater-Effekt, der kam schon richtig, richtig hart. Ne, Naturgeheimnisse spiele ich nicht. Also nicht auf dem Land. Da kann ich später bestimmt was Besseres mitfinden. Und... Ja, das Board ist semi-stabil. Okay, da kommen die Würmer. Jetzt wird's knifflig. Leider kann ich den nicht totblocken, den anderen, ey. Da kriege ich einen Schaden. Wenn ich so blocke, kriege ich 4, kriege ich 5 Schaden insgesamt. Das ist in Ordnung. Ich will meinen... Tasker hier, den Keiler, noch ein Röntchen behalten. Nein! Nein! Nicht die Eldrazi-Conscription. Oh, scheiße. Plus 10 Vernichter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, die kann ich abschießen. Die kann ich abschießen. Dann kann ich aber nicht regenerieren. Es ist so traurig. Naja. Aber er hat nur noch einen Wurm. Und da zieht er einen Erkunden. Ah, das geht. Das geht. Oh mein Gott, ist das grausam. Ich kann nicht regenerieren. Jetzt wird's hart. Jetzt muss ich wahrscheinlich gegen den... Nee, ich tausche nicht gegen den blöden Wurm ab, oder? Oder? Naja, mal sehen, was er macht. Vielleicht greift er ja jetzt auch nicht an. Puh. Ja, ist genug, Länder. Jetzt hör auf damit. Viel zu viele Trigger, Mann. Ja, ist erkunden. Ja, Sporenbuckel macht ihm viele Token. Sowas hätte ich jetzt gerne. Mit Landfall gibt es jetzt immer ein Token. Und die macht er sich jetzt auch. Oh, Mann. Er kann bald eh keine Länder mehr nachziehen, weil keine im Deck sind. Opfert ihr die auch noch? Ja, Tatsache. Oh, jetzt ein... Ich würde tatsächlich ein Land nehmen. Land nehmen. Herr der wilden Jagd legen. Regenerationsmana offen halten, denke ich. Herr der wilden Jagd macht mir jetzt auch immer Tokens ab der nächsten Runde. Das habe ich irgendwie gerade nötig. Ja, ihr seht, das Eldrazi gegenüber, das ist schon richtig stark, finde ich. 17 Länder hat er, ey. Und macht sich jetzt ein paar Tokens. 18 Länder, 19. Und jetzt spielt er noch das Farseek oder so. 20 Länder.
Ulamox Wächter. Oh. Oh, oh. Was ist denn jetzt für ein merkwürdiger Angriff? Überlebe ich das? Oder überlebe ich es nicht? Mal gucken. Blocken wir den dicken tot? Das blocken wir tot. Das blocken wir tot. Ja, es sind genau 4. Ja, da kann ich auch nichts gegen machen. Oh, das Eldrazi-Deck ist echt mega hart. Ja, Kampagne, weil... Ich werde es auf jeden Fall jetzt nochmal mit dem Siegesmund-Deck versuchen. Ihr habt das Deck Eldrazi-Deck ja jetzt mal richtig ausgespielt gesehen. Da kann man einfach nichts gegen machen, so. Und beim Siegesmund-Deck habe ich ja ein bisschen Removal. Das klappt dann ein bisschen besser. Und ich freue mich halt richtig, mit dem Deck weiterzuspielen. Ich habe damit ja schon gespielt. Aber leider ist das Videomaterial mal wieder abgeschmiert. Keine Ahnung. Und ja, wir zocken jetzt nur mit Siegesmund. In den nächsten Videos seht ihr dann ja das Eldrazi-Deck. So. Rückrunde. Gegen die Eldrazis. So, die Hand ist... So lala. Kein Removal, aber... Ein paar ganz nette Kreaturen, wie ich finde. Gucken wir mal, was unser Gegenüber macht. Wie gesagt, Removal muss ich mir aufheben für die ganz, ganz fetten Bieter. Ah, der selbstlose Katara. Ja, geht auch noch klar an der Stelle, wenn ich mir ein paar Tokens mache. Ist ein Effekt später auch ganz gut. Wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall 4 Mana ist ganz gut. Da kann ich eigentlich alles ausspielen, was ich auf der Hand habe. Aber wenn ich, glaube ich, noch ein Land nachziehe, ich habe noch ein paar teurere Spells drinne. Ja, das müsste eigentlich klar gehen. Hier Turn 2 kein Ram-Spell, beziehungsweise die Kalnihard-Expedition. Also vielleicht ein etwas langsamerer Start, vielleicht, mal sehen. Das Orakel von Muldaia ist ja auch einfach mega, mega stark. Okay, da kommt der Elf, also genau wie letzte Runde tatsächlich, rampt er sich jetzt auf 4 Mana. Quälig wird es halt ab 7. Bis dahin hätte ich dann gerne ein Removal gezogen, nach Möglichkeit. Die Frage ist, blockt er den Tod? Mit Sicherheit, den Elfen braucht er nicht. Den Katara kann ich später noch gebrauchen. Besonders wenn ich gleich den Goldnachtkommandanten liegen habe und jede Runde einfach konsequent eine Kreatur nachlege. Dann ist er ja 2-2, dann kann er auch blocken, angreifen. Deswegen denke ich, halte ich den hier mal zurück. Potenziell den einen Schadenspunkt, den er jetzt machen könnte. Nee, nee, der macht später viel mehr. Das lohnt auf jeden Fall, den zu halten. So, 5. Land. Und kommt dann Zauber. Nein, der Sporenbuckel. Der ist auch wirklich stark. Wenn er jetzt gleich losrammt, dann wird es auf jeden Fall gefährlich. Oh, Honor of the Pure. Jetzt eigentlich egal, was ich lege, ne? Ich halte mir jetzt mal Mana auf. Wenn er den Kommandanten blockt, dann opfere ich nämlich den Katara. Den Buckel kann er... Also wenn er den Buckel... Oh, Doppelblock. Schande. Da hat er den Katara sogar gerochen. Will ich jetzt den Katara tauschen gegen den Elfen? Nein, will ich nicht. Also wenn ich ihn opfer, wäre er ja 4-4. Hätte ich den Elfen ja quasi mit abräumen können. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Schade, da hat sich der Kommandant verabschiedet. Aber gut, der Sporenbuckel ist eigentlich genauso gut, weil er sich einfach jetzt mega viele Tokens gemacht hätte und einfach immer Jump blocken kann. Das ist einfach blöd. Ah ja, Primeval Titan war ja auch noch in dem Deck. Und dann hätte er jetzt unendlich viele Tokens gehabt. Der hätte einfach die 3 Schaden nehmen sollen. Wobei, anscheinend sieht er ihn als so große Gefahr an, dass er ihn einfach auf jeden Fall aus dem Weg haben will. Primeval Titan ist so zum Kotzen. Nicht nett. Angriff überspringen. Wenn er mit dem Titan angreift, dann mache ich einen Dreifachblock mit denen. Nee, mache ich nur... Nee. Nee, einen Doppelblock mit denen. Dann kann ich hier die Marken, 2 Marken verteilen. Und hier kriege ich wieder einen Token. Das ist okay. Der Pelakawurm. Der Pelakawurm. Na, jetzt geht auch wieder auf 21 Leben natürlich. Kein Angriff. Okay. Ja, ich baue das Board weiter aus, auf jeden Fall.
Frage ist, will ich den da jetzt reinopfern? Nein, will ich nicht. Ich hebe mir das für den Eldrazi-Angriff auf, glaube ich. Der jetzt wahrscheinlich auch bald kommt. Also jetzt eigentlich nur noch Top-Deck-Modus für ihn auf Eldrazis, weil 10 Mana reicht ja eigentlich. Da kommt die Hydra als 8-8er rein. Wenn ich die töte, kann er die 8 Marken auf eine andere Kreatur legen. Das ist richtig mies. Verdammt nochmal. Wo ist mein Removal? Ich glaube, ich habe ein Path to Exile, 2 Fiend Hunter, 2 Oblivion Ringe. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, erstmal halten wir einen Doom Traveler rein. Machen wir einen schönen Spirit Token. Schöner Spirit Token. Ah. Da ist die Kalnihard Expedition. Erstmal egal. Und wucherndes Wachstum. Auch Wurst. Ey, zum Glück hat er den komischen Saproling-Token-Buckel-Dings nicht mehr. Yeah! Champion des Sprengels. Der muss eigentlich Turn 1 kommen. Nicht Turn 8. So, Angriff mit dem Flieger. So. Jo, das war's. Jetzt muss ich ganz schlau überlegen, wie opfer ich meine Kreaturen in seine Angreifen rein. Wenn er nur mit der Hydra angreift. Er greift einfach immer nur mit der verdammten Hydra an. Er will halt die Punkte, also die Marken auf den Pelakka-Wurm legen. Verständlicherweise. Denn, ja. Der Trampelschaden ist dann 15-15. Ja, da verkacke ich auf jeden Fall gegen. Oh, da ist der Wegbereiter. Der ist hart. Jetzt brauche ich das Removal. Jetzt brauche ich das Removal. Fand ich da 3 auch noch, ey. Das ist so traurig. Mikaeos. Der ist auch nicht schlecht. Mit 5 Marken kann ich alles aufpumpen. Der ist auf jeden Fall richtig geschmeidig jetzt an der Stelle. Ja, die Flieger kommen vorbei. Auf jeden Fall. Mit welchen 3 Kreaturen blocke ich denn Ulamog tot? Wahrscheinlich einfach mit den 3 hier, ne? Dann kriege ich mehr Spirits. Und kann noch Marken verteilen. Ja, werde ich wohl machen müssen. Wenn er denn angreift. Traut er sich? Na? Ja, natürlich traut er sich. Soll ich Länder opfern? Will ich Flieger haben? Wollen wir mal überlegen, auf wie viel Schaden ich komme, wenn ich mit 2 Spirits mache. Das sind dann 8 Schaden in der Luft. Plus 4, wenn ich den opfere, sind 12. Und den, dann bin ich durch. Die opfer ich und ein Land. So. Ich könnte den Schaden auch komplett nehmen eigentlich. Ne, der trampelt ja auch nicht. Ja, blocken wir noch so. Achso, scheiße, ich muss den ja mit 3 blocken. Ja, dann blocken wir nur die Hydra. 9 Schaden nehme ich, das ist in Ordnung. Die Marken... Wie war das nochmal... Auf Menschen 2, auf alles andere 1. Ah, machen wir den Champion des Sprengels mal stärker. Vielleicht wird der ja nachher mal zu einem potenziellen Blocker. Aber wenn ich richtig gerechnet habe, müsste ich eigentlich gewonnen haben. Oh, den lege ich. Das ist schon mal super. Gibt es nochmal Tokens. Aber es müsste eigentlich durch sein. Aber falls ich mich doch verrechnet habe, ich entferne Marke. Eine 1-1 Marke auf alle. So. Alles, was fliegen kann und angreift, macht das auch. So, das sind 12. Angriff. Hallo. Nein, ich habe ja keinen Mana mehr. Ah, ich habe mich verrechnet. Ah, ich hätte den Typen nicht legen sollen. Ich bin so blöd. Ich hätte einfach den opfern können. Egal, ein Angriff ist noch safe. Einer ist noch safe, oder? Ja, einer ist safe. Und da steht nicht mit allem anzugreifen. Hier wären 12-12er. Der rettet das, der rettet das. Ja, Länder sind jetzt total überbewertet. Weg. So, wie blocken wir jetzt? Ja, den Elfen können wir so blocken. Das ist safe. Ulamog mit 3, ne. 9 Schaden kann ich nehmen. Das ist okay. Blocken wir die Hydra tot. Und blocken den Wurm tot. So.
kriege ich 9 Schaden und bin dann safe. Na, die Marken gehen auf den Primeval Titan. Das war auch eigentlich ein Fehler, nur weil der trampelt, der ist auch quasi unblockbar. Der Eldrazi ist irgendwie mehr wert an der Stelle. Ich hab's trotz bösem Spielfehler. Böser Spielfehler, aber das ist safe. Er macht sich jetzt 2 Leben. Hat nicht genug Länder, um das noch zu opfern. Trotzdem, es reicht. Genug fliegender Schaden. Mehr als genug fliegender Schaden. Er kann sich hoffentlich keine Lebenspunkte machen. Ich mache trotzdem mal den Sicherheitsangriff für 18. Ja, boah. Doch noch ein knappes Spiel. Ohne Removal ist es halt doch schwer, aber oh, gut geschafft noch. Gut geschafft. So, jetzt zeige ich euch, das Spiel geht ja jetzt nicht automatisch weiter. Ich war ja schon in Shandala. Hört euch das nochmal an vorweg. Ramaz described a strange race on the plain of Shandalar. He studied their hive-like habitat and said they had only recently discovered how to use magic. I have no idea what they might know about Ramaz, but a clue is a clue. See what you can dig up. Jo, gucken wir, was wir herausfinden können. Ihr seht, bis hier hatte ich schon aufgenommen, aber egal. Also, im nächsten Video seht ihr den Gefängnisausbruch mit dem Eldrazi-Deck, was wir jetzt in dieser Episode gesehen haben. Ich freue mich trotzdem nochmal, die zu spielen. Kann ich ein paar Karten freizocken? Wir sind vom Siegesmund-Deck dann weg, aber trotzdem fand ich, das letzte Spiel war doch noch sehr spannend, obwohl das Deck ja als sehr stark eingestuft wurde. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst Kommentare da. Wie immer wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.